Natürlich hat man auch bei Hertha BSC den deutlichen Erfolg des FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul registriert. Kein Wunder, tritt der Tabellenelfte doch am Samstag beim deutschen Rekordmeister an. Mit dabei sein kann auf Seiten der Berliner auch Michael Weiser. Hertha Trainer Paul Dardai musste am Mittwochvormittag im Training auf Mittelfeldspieler Valentino Lazzaro und Torwart Rune Jahrstein verzichten, gab aber in beiden Fällen umgehend Entwarnung. Tino ist beim Zahnarzt, er trainiert am Nachmittag wieder, sagte der Ungar, und fuhr fort. Rune macht Krafttraining. Am Nachmittag kommt er raus auf den Platz, er ist nicht angeschlagen. Bereits an der Vormittagseinheit nahm Michael Weiser teil. Der Außenbahnspieler hatte zuletzt aufgrund von Sprunggelenkproblemen mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Wie Dardai ankündigte, werde der 23-Jährige für das Auswärtsspiel in München, Samstag, 15. Uhr, live, bei kicker.de, im Kader stehen, ein Platz in der Startelf ist aber wohl noch kein Thema. Er kann eingewechselt werden und uns ein paar Minuten helfen, sagte Dardai und meinte, es wäre sehr früh, ihn gleich reinzuschmeißen. Anführungszeichen, weil Weiser seit Dezember wiederholt verletzt kürzer treten musste, erneuerte der Trainer seine Forderung, dass der U21-Europameister erst einmal über einen längeren Zeitraum durchgehend trainieren müsse. Das wäre gut, auch für seinen Körper und seine Karriere, denn in der letzten Zeit gab es zu viele Unterbrechungen. So ist es schwierig, Leistungsträger zu sein, sagte Dardai, der hofft, dass Weiser den Rest der Woche durchtrainieren kann, damit wir nach dem Wochenende wieder richtig mit ihm planen können. Bevor Hertha möglicherweise dann mit Weiser in der Startelf am 25-Punkt-Spieltag beim FC Schalke gastiert, steht für den Tabellenelften allerdings zunächst die Partie in München auf dem Programm. Den 5:0-Erfolg der Bayern am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul nahm Dardai zumindest äußerlich gelassen zur Kenntnis. Wir kennen die Bayern. Wenn die einen Lauf haben, schießen sie 6 bis ich weiß nicht wie viele Tore, sagte der 41-Jährige, und erklärte mit Blick auf den frühen Feldverweis gegen Besiktas. Gestern waren es 5 Tore gegen 10 Mann,